und damit auch an die YouTube-Leute. Willkommen zurück bei Vampire's Dawn. Ja, ich glaube zu wissen, wo es weitergeht, ja, wie ich gerade sagte. Wo ist denn das? Da ist das, wo ich denke, dass ich weitergehe. Hast du eigentlich schon Breath of Death gespielt? Mag ich überhaupt nicht. Habe ich gespielt, also beziehungsweise habe ich 2 Minuten angespielt, mag ich überhaupt nicht. Wie gesagt, an sich würde ich auch Vampire's Dawn nicht mögen, wenn ich mit diesem Spiel nicht schon viel verbinden würde. Wie viel Blut habe ich? Ich habe genug Blut. So, ich glaube zu wissen, dass ich weiß, wo... Ich glaube zu wissen, dass ich weiß. Das ist richtig gut. Ich glaube zu wissen, dass ich weiß, wo es weitergeht. Und zwar waren wir hier schon. Ja. GZ Chris, was ist denn hier passiert? Sieht ja furchtbar aus. Ach, so würde ich das nicht ausdrücken. Es sieht furchtbar aus, Aska. Irgendwer oder irgendwas hat hier seinen Zorn ausgelassen. Ich weiß auch schon wer. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, Aska hat recht. Es war bestimmt Aisha. Das werden wir ja sehen. Lass uns mal hier umsehen. Ich sehe ein Problem. ich sehe ein Problem. Laut Storyline, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. What the fuck, habe ich mich gerade erschrocken. Ich war gerade ganz woanders. Ich war gerade auf dem Chat voller. Laut Storyline geht's hier weiter. Aber ich sehe oben rechts ein dickes, fettes, rotes. Die Gegner sind zu stark, Symbol. Das gefällt mir nicht. Ich sehe ein Problem. Okay, die gesamte Stadt ist zerstört. Unschwer zu erkennen, meiner Meinung nach. Witzigerweise laufen also ein paar Zombies. Wieso laufen hier Zombies rum, wenn ich fragen darf? Das ergibt doch eigentlich relativ wenig Sinn. Da liegt jemand. Eindeutig tot. Aha, eine Blutflasche erhalten. Also an sich bin ich hier halt zu früh. Aber an sich ist das ja auch so, wie ich das verstanden habe, der nächste Punkt ins Thema Storyline. Was so viel bedeutet wie brutal aufgeschlitzt. Doppelseitiger Seel. Was so viel bedeutet wie, dass ich hier weiter muss, wenn ich storytechnisch weiter will. Und sonst müsste ich ja doch wieder nur leveln. Habe ich ja Lust drauf. Das Spiel entwickelt sich in ein Levelparadies. Vor allem schon jetzt am Anfang, das wundert mich. Wir haben jetzt gesehen, da ist ein Zombie. Wir versuchen einfach mal allen Zombies zu entgehen. Brutal aufgeschlitzt. Also das Dorf ist auf jeden Fall nicht mehr so, wie es einmal war. Obwohl, wir wissen ja nicht, wie es vorher war. Wer weiß, wie es vorher war.
Ein Goldhelm. Aha. Ja, den brauche ich an sich eigentlich gerade gar nicht. Meiner Meinung nach. An sich darf ich nur diesen Zombies ja nicht begegnen. Ansonsten scheinen ja hier keine Gegner zu sein. Sehe ich das richtig? Ist noch mehr Tote. Warum sind einige tot? Die Gedärme quillen hervor. Lecker. Wieso sind einige von denen tot und einige von denen... Warum? Oh mein Gott, ich habe Angst vor dieser... vor diesem Fass. Was ist mit diesem Fass nicht in Ordnung? Bild ich mir das ein, oder... Bild mir das nicht ein, ne? Warum sollte ich mir das einbilden? Die blinkert nicht, das sind Augen! Ich will nicht wissen, was da drin ist, oder doch? Hey, ist jemand drin? Hallo da drin, komm raus! Nein, ich habe Angst! Angst? Brauchst aber keine haben. Ach ja, wieso? Weil wir dich retten wollen. Ihr wollt mich retten? Ihr lügt! Ihr wollt mich nicht retten, ihr wollt mich essen! Essen? Wir sind wirklich keine Monster. Wieso sollte ich euch das glauben? Ihr seid vielleicht schlaue Zombies. Nein, sind wir nicht. Ehrlich. Ehrlich? Ehrlich. Versprochen. Versprochen. Ehrenwort? Ja, auch Ehrenwort. Dann gebt mir eure Hand. Nein. Okay. Eure Entscheidung. Ich befürchte, ich sterbe jetzt. Okay, na schön. Ah, verflucht! Man hat mich gebissen. Also gleich reicht's. Lass uns gehen. Warum ist deine Hand so kalt? Du doch auch. Bin ich nicht. Ihr seid Zombies. Verschwindet. Komm schon raus. Ah! Schon gut. Dann bleibt er doch da drin. Verschwindet. Okay. Also an sich tun die mir nichts. Sei denn, ich begegne ihnen. Oh, Hallöchen. Dich hat's zerlegt. Noch ein Toter. Ist der Sound eigentlich? Also abgesehen davon, dass hier gerade so ziemlich gar kein Sound ist. Die Hauptschlagader wurde durchtrennt. Welches Verschwenden guten Blutes. Der war mal der Schädel oben im Dreieck heiß. Ich bin in einem Gebiet, wo viel zu starke Gegner drin sind. Und ich sollte hier schleunigst wieder verschwinden. Das bedeutet das wabernde rote rote Dingen. Friedhof. Das ist ja genau das Problem. Ich bin hier an sich. Ich soll. What the? Sollte hier nicht sein. Also wenn die mich halt kriegen. Ja, okay. Die werden mich töten. Die werden mich töten.
Palast gelähmt. Ich muss irgendwie versuchen. Warum ist die immer noch rasend? Sie hat auch wieder Blut. Warum ist sie... Nein. Ich hab's verkackt. Gibt's was gegen Raserei? Okay. Ich weiß jetzt, wo es weitergeht. Storytechnisch. Aber da kann ich noch nicht hin, weil ich zu schwach bin. Das ist doch ein Phänomen. Das ist doch wunderbar. Bedeutet, ich muss leveln. Was anderes sehe ich nicht. Ich sehe ein großes Problem vor mir. Ach, jetzt hat sie wieder kein Blut. Richtig, ich hab mich da rein. Ja, ich sehe ein großes Problem. Ein sehr, sehr großes Problem. Ich weiß gerade noch nicht so wirklich, wie ich das behandeln soll. Dieses Spiel macht mir nichts als Probleme. Oh, das ist hier 59. Geschick. Okay. Moment mal eben. Oh, ist das behindert. Das ist richtig beschissen. So, hör mal auf, rasend zu sein, bitte. Wiederhole mich. Bitte höre auf, rasend zu sein. Okay, ich muss wohl demnächst... Ich befürchte, ich muss demnächst ein großen Offstream, beziehungsweise abseits vom Aufnehmen Dingensbummens machen. Wo ich level. An sich, ich erinnere mich gerade an was. An sich kann ich doch, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, mit Seelen ebenfalls. Guck mal her.
Syr, du erinnerst dich an die Streams, wo ich in WoW Ruf gefarmt habe und währenddessen immer wieder hier in Vampire's Dawn gespielt habe? Ungefähr das meine ich. Fähigkeiten! Halt, erst will ich verkaufen. Kann ich hier, ist das hier? Nein. Ja, ich möchte dir gerne was verkaufen, und zwar meine. Also erstens ein Kampfschild brauche ich nicht. Dornenschild brauche ich nicht. Silberbarren. Alle. Dankeschön. So, ich habe vor, mal eben was zu testen. Ja, ich muss nochmal eben gucken, wie das ging. Zuflucht. Ins Magierzimmer. Also ich konnte doch. Ich möchte normale Seelen. Besten Eigenschaften steigern. Aha. Valnas. Welche Eigenschaften steigern? Stärke, Abwechslung. Aha. Ich verstehe. Stärke der Seelen absorbiert. Okay, wie viel kostet das, wenn ich mal fragen darf? Zehn, glaube ich. Wenn ich jetzt richtig sehe, 10 oder 5? Ne, 15 Seelen müsste das kosten. 15, ich probiere das nochmal. Ich möchte mal eben. Elaine. Elaines Intelligenz. Kostet 20 Seelen, okay. Allein. Ich weiß halt nicht, wie viel das bringt. Keine Ahnung, wie viel das bringt. Ernsthaft nicht. Also ob das jetzt viel bringt oder wenig bringt oder gar nichts bringt. Oder nur ein netter Gag am Rande ist. Elaines Abwehr steigern, nein, ich habe. Ich müsste ja an sich nicht nur Elaines Abwehr steigern. Ich müsste ja theoretisch die Abwehr von allen dreien steigern. Wenn ich mich recht entsinne, müsste die Treppe oben rechts sein. Also die Treppe, die ich gerade suche. Ich weiß ja mittlerweile, wie verwinkelt hier das Schloss ist. Aber ich habe wieder nicht genug Seelen. Es kostet mich 20 Seelen, einen Wert zu steigern. Das heißt, ich müsste Seelen farmen gehen. Was mit Leveln gleichkommt. Also beim Leveln bekomme ich ja gleichzeitig auch noch Seelen. Verdammt. Bekomme ich ja auch noch gleichzeitig Seelen. So ist es ja nicht. Gut. Ich hole mir noch ganz kurz eben ein bisschen Silber, nachdem hier sowieso viel zu viel Silber liegt. Und hau ab zurück. Wunderschön. Ja, wird es Penta, das werde ich das auch nicht heute machen. Aber ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen verkaufen. Der Punkt ist, ich werde jetzt noch tatsächlich, ich werde jetzt noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten leveln. Aus dem einfachen Grund, dass ich jetzt noch nicht speichern möchte. Also wie gesagt, ich habe einen Mangel an Speichersteinen. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig anzumerken. Ich habe einen Mangel an Speichersteinen. An Speichersteinen.
deswegen kann ich nicht einfach meine Speichersteine so von wegen so, ja, ich level mal 10 Minuten und dann speichere ich. Das wird nicht funktionieren. Auf Dauer. Weicht aus, das ist verarscht. Kann man nicht auch für Seelen speichern? Ja, ich kann für 30 Seelen speichern. Bedeutet, ich. Aber du musst wissen, 30 Seelen bedeutet auch 30 Gegner. Und wenn ich level, um mir Seelen zu holen, und ich dann jeweils immer für 30 Seelen. Hier, ich bekomme. Da waren 3 Gegner, ich bekomme 3 normale Seelen. Das ist halt. Ne, ihr seht das Problem. Eismagier erscheint, das ist jetzt interessant. Aber es sind 3 Eismagier, das heißt, ich hab. Ja, ne, die können mich einfach töten. Ich lass das. Sorry. Der Punkt ist, ich darf ihn nicht unterschätzen. Die können einen total einfach killen. Halt. Ja, doch, Lane hat noch genug Blut. Geil. Sowas. Okay. Also an sich, das, was ich jetzt mache, werde ich irgendwann demnächst in einem Langeweile-Stream tun. Denn falls ich irgendwann mal wieder Langeweile haben sollte. Für 2 mache ich auch keine Hehlung. Kill ich auch einfach so. Asuka ist Level 17, sehr schön. Schon wieder. Ach komm. Halt, du kannst mal, Asuka, du kannst mal hier. Schau, was da geht. Ja, ist spannend jetzt, das Level. Aber wie gesagt, ich möchte keinen Speicherstein in dem Sinne verschwenden. Also ich werde mich jetzt hier 17 Minuten damit beschäftigen, noch ein paar Seelen zusammenzukriegen. So, 2. 2 sind okay. Mach du mal, kämpft ihr beide mal. Du kannst auch... Elaine, du saugst mal Blut, damit du wieder an Blut kommst. So, Banar, du greifst an, Asuka, du greifst an. Elaine, du saugst beim zweiten Blut. Weil Elaine, der nette. Also, ihre nette große Attacke, die zieht aber halt auch ordentlich an Blut. Er stirbt. Sehr schön. Wie viel Blut hat Elaine? Oh, wow, wieder gut. Gut Blut, sehr schön. 2 Eismagier erscheinen. Also, ich kann mir das gleiche nochmal tun. Er kann auch einmal trinken. Asuka kann dafür noch was einnehmen, ich bin dann denken beim anderen. Das ist das Problem. Okay, sie haben nur 2 gelähmt. Das ist richtig. Eismagier können richtig assi sein.
Die können einfach mal dein gesamtes Team lähmen und du kannst nichts mehr tun. Elaine ist Level 17, dankeschön dafür. Oh, oh, ich warte mal eben. Wir müssen mal eben abwarten, dass sich die Regeneration... Wir haben gerade ein bisschen wenig HP. Deswegen, das ist so das Spannende. Ist Blut das Mana im Spiel? Ja, sozusagen. Aber du kriegst halt Blut nur durch Blutfiolen oder halt dadurch, dass du andere Leute aussaugst. Ich könnte theoretisch also immer wieder in die Stadt zurücklaufen und irgendwen aussaugen, aber jede Person, die ich dreimal ausgesaugt habe, stirbt. Bedeutet, dass die Stadt ansonsten irgendwann bald komplett futsch ist. Da habe ich wenig Lust drauf. Tja, spannend, ich weiß. So, das ist so eins der einer der spannendsten Parts. Ich könnte eigentlich mal eben Zuflucht benutzen. Zur Gruft, bitte. Braucht, weil nah dringend wieder Blut. Aber gut. Wie gesagt, ich kann bei vielen, vielen Leuten leider kein Blut saugen. Also, zum Beispiel bei Eismagiern kann ich, bei diesen Fliegen kann ich es nicht. Also Insekten lassen sich kein Blut aussaugen. So, komm, das reicht. Auf geht's. Gib mir mehr Gegner. Gib mir zwei Eismagier. Gib mir einen Eismagier. Gib mir zwei Eismagier, perfekt. Da fängt mich Valnar an, hier zu saugen, bitte. Den ersten. So, alles auf den ersten. Todwunder. Aska ist direkt gelähmt. Geil. Elaine auch. Wisst ihr, ein einziger Eismagier kann ein gesamtes Team einfach mal... Valnar auch noch lähmen. Oh, dankeschön. Achso, ich kann mal eben verkaufen. Iranis. Verkaufen. Wie sieht es eigentlich mit Kaufen aus? Haben wir jetzt irgendwas noch, was hier besser ist? Oder was mit Rüstung? Oh. Fuck. Okay, wir können tatsächlich sogar die nächste Rüstung kaufen. Ha! Ist er. Das haut doch überhaupt nicht in den Preis rein. Kann ich dich mal bitte. Irgendwas ausprobieren. Okay. Thank you.
Sehr schön. Ich habe gar nichts gemerkt, das ist ganz gut. Ein Vorteil für mich. So, wir haben Ausrüstung bekommen. Kettenrüstung. Bringt sehr viel mehr Abwehr. So. Können wir die Titanrüstung theoretisch verkaufen. Und haben damit punktgenau genug Geld, um uns auch drei Kettenhauben zu kaufen. Nur... Alter. Dieses Spiel ist so teuer. Verteidigung mehr. So viel Geld. Oh, Rika. Moment, ich kann eigentlich... Ja, jetzt kann ich eigentlich auch noch... Nochmal zurück. Weil wir gerade mehr als genug Blut haben. Können wir nochmal rein? Können wir nochmal was verkaufen? Spannend, ne? Ich weiß. Aber jetzt haben wir immerhin wieder einiges gemacht, was auch einen Speicherstand langsam lohnen würde. Findet ihr nicht auch? Ich finde schon. Das lohnt langsam schon einen Speicherstand. Ein Eismagier! Ja, weil nahe den kannst du aussaugen. Du hast gut verloren. Anderen können einfach nur angreifen. Weich ruhig aus, klar. Aska ist gelähmt. Stirb. Wie viele normale Seelen habe ich jetzt eigentlich wieder mittlerweile? Gerade mal 21? Also ich habe jetzt während dieser Level-Kurzzeit 20 Seelen bekommen. 20. Gerade mal 20. Wow. Gerade mal 20. Schneefliegen. So, 7 Minuten noch, dann seid ihr erlöst für den heutigen Tag von Vampire Stone. Weil, wie gesagt, ich muss ja eindeutig noch leveln und Seelen farmen. Ansonsten kommen wir nicht an der normalen Story weiter. Wir kommen, wie gesagt, wir waren gerade eben bei dem Ort, wo die normale Story weitergeht. Und wir kommen da eindeutig noch nicht alleine weiter. Bedeutet, ich werde wohl nicht leveln, weiß ich nicht. Ich werde noch nicht leveln müssen. Und so wie ich es gerade hier mache, ich zeige euch quasi, was ich aufstream. Beziehungsweise abseits des Livestreams machen werde. Das ist nichts anderes, außer das, was ich gerade tue. Ich kann mich nicht erinnern, das jemals so exzessiv gemacht zu haben. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel ja an sich anscheinend. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Vor ewigen. Wie gesagt, als ich noch... Wie alt war ich? 14? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann ich das genau gespielt habe. Das ist auf jeden Fall lange. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden.
viel EP braucht ihr eigentlich noch? Ich glaube, ich gebe allen drei noch ein Level ab. Und dann war's das. Müsste eigentlich langen. Zwei Schneefliegen wahrscheinlich. Zwei Schneefliegen? Wisse. Er macht Valnama eine Fähigkeit. Obwohl Valnama auch nicht genannt. Aska macht eine schwarze Energie. Und ansonsten hauen wir drauf, damit Elaine nicht wieder ihr ganzes Blut verschwendet. Ich meine, wir wollen ja die Frau nicht bluten lassen. Okay. Das klingt jetzt auch schon wieder. Nein. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht auch absichtlich nicht, wer weiß das schon. Die Klinge stirbt. Das reicht doch locker. Ich hätte mal wieder gerne Eismagier. Ja. Das dürfte den Level ab für Valnar geben. Ja, Valnar ist schon mal Level 18. Jetzt fehlen nur noch die anderen beiden. Dann wird es für heute das gewesen sein. Sehr schön. Eismagier kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Ich will mich gut saugen. Ah, danke schön. Sauge ich den lieben alten armen Mann aus. Du hast auch wieder rum. Naja, warum? Du lebst noch? Kann ich dich nochmal aussaugen? Kein Blut mehr zu trinken. Ja, ist trotzdem tot. Stimmt. So, also gleich müsste Aska ein Level up haben, wenn die nächste größere Gegnergruppe kommt. Machen wir wieder genauso. Elaine saugt sich wieder weg. Lane saugt auch am zweiten noch rum. Die gibt sich nicht mit einem zufrieden. Eismagier weicht aus. Aska ist gelähmt. Danke. Und 110 Erfahrung. Und Aska hat immer noch kein Level Up. Aber Aska müsste eigentlich... Jo, Aska kriegt jetzt gleich auf jeden Fall ein Level Up. Elaine braucht noch 400 EP, die holen wir ihr aber auch noch, dann ist gut. Also wir machen jetzt alle, wie gesagt, auf Level 18. Dann werde ich mich erbarmen, in Anführungsstrichen, und wieder mal einen Speicherstein einsetzen. Zum Beispiel gegen drei Schneefliegen. Valnar hat jetzt auf, Aska hat jetzt auf jeden Fall ein Level ab. Elaine noch nicht. 210 jetzt. Aska Level 18, sehr schön. Ja, noch haben wir auch genug Leben. Elaine braucht noch. Oh. Ja, 270 oder sowas. 265, wenn ich jetzt gerade richtig. Überflogen habe ich es denn überflogen. Vereist mal hier. Ja, wisst ihr was, wir machen jetzt einfach schnell Platz. Also mich hier auf. Gut dabei die Fischer rein damit. Das Blutrohr Gegner bedeckt den Boden. That's not enough. Ja, das war's. Mit Vampire ist down für heute. Das gibt ein Level Up für Elaine. Damit sind alle drei Level 18. Ich werde wohl einen kleinen Level... Ja, ein Level...
etwas machen, um die Charaktere noch weiter hochzuhauen, weil anscheinend brauchen wir das. Weil da, wo es eigentlich weitergeht, ist zu hoch für uns. Und das, obwohl ich sogar schon gelevelt habe. Elaine ist Level 18, dankeschön. Gut, dann werde ich hier einen Speicherstand einsetzen. Sie haben sich ja so halbwegs verdient. Wir haben nur noch 10. Das ist, was ich meine. Wir haben ja, gut. Jetzt gespeichert. Ich hoffe es. Bis zum nächsten Mal, die YouTube-Leute.